Und ihr? Ihr seid doch nur hier, um eine heiße Story zu kriegen, nicht wahr? Fotos von mir, die ihr an eure Schmierblätter verschabeln könnt. Frank. Klar, ihr glaubt, ich bin ein ziemlicher Held, der Mann der Stunde. Aber weiß dann einer von euch, was ein Mann hier drinnen ertragen kann? Frank, Sie sind nicht deinetwegen hier. Wilmer, ich verspreche dir, welches Schwein das auch immer getan hat, kein Mann von unserer Truppe wird auch nur eine Minute ruhen, bis wir ihn hinter Gittern haben. Jetzt lass uns ein Häppchen essen gehen. Ja, komm, Will. Ich habe gehört, dass Polizeiarbeit sehr gefährlich sein kann. Das ist sie, darum habe ich eine große Kanone. Haben Sie keine Angst, dass sie mal versehentlich losgehen könnte? Früher hatte ich mal das Problem. Und was haben Sie dagegen getan? Ich denke einfach an Baseball. Lieutenant. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Auch erfreut, Sie kennenzulernen. Kubaner? Nein, Halbire. Mein Vater stammt aus Wales. Es war 16 Uhr, als ich zum Hauptquartier zurückkam. Ich war noch mal vorbeigefahren, um zu sehen, was die Jungs vom Labor über norddeutscher Kette herausgefunden hatten. Das, welches wir am Pier gefunden hatten. Man kann sehr viel durch Faserproben herausfinden, wenn sie nicht zu nass geworden sind. Und ich hoffte, dass wir in diesem Fall nicht zu trocken dastehen würden. Hey, aufpassen! Polizei, stehen bleiben! Hat jemand das Kennzeichen erkannt? Konnte jemand einen Blick auf den Fahrer werfen? Ein toller Pelz, wirklich. Ja, ja. Aber er muss sehr viel gebürstet werden. Warten Sie, ich helfe Ihnen damit. Du hast da was in deinem Mundwinkel, Al. Nein, nein, die andere Seite. Wie du es angefordert hast, Frank, haben wir ein paar Faserproben von Nordbergs Jacke entnommen. Ja. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommt Ihnen dieses Gesicht bekannt vor? Weiß nicht genau. Hab ein ziemlich mieses Gedächtnis. Ah, ja? Vielleicht wird das Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Weiß nicht, immer noch ein bisschen vage. Wie sieht's damit aus? Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich habe ihn ja öfter gesehen. Warum wollen Sie das wissen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hilft Ihnen das auf die Sprünge. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte. Ah, fällt's Ihnen immer noch nicht ein? Also gut, sein Name ist Nordberg, er ist Polizist. Das war kein Polizist, der hat mit H gedealt. Was? Ich sag Ihnen, das war ein Drecksack. Du stinkender Müllsack. Ich sollte dich sofort festnehmen. Ist ja gut, der Mann war bei der Ludwig-Spedition. Er hat versucht, einem meiner Jungs was zu verkaufen. Was willst du jetzt unternehmen, Bulle? Warum soll ich dir das erzählen? Hilft dir das auf die Sprünge? Ich werd's dir trotzdem nicht sagen. Kannst du mir 20 pumpen? Na, wie sieht's jetzt aus? Gut, ich gehe runter zu Ludwigs Büro. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast. Ein Geniestreich, ein Tollwürfer, ein Feldhoffer. Gut gearbeitet. Was werdet ihr Laborjungs euch wohl als nächstes ausdenken? Jetzt, wo du es erwähnst, hier ist etwas, was wir gerade gestern entwickelt haben. Für den harmlosen Beobachter ein gewöhnlicher Schuh. Aber in Wahrheit, Freunde, haben wir eine ziemlich gemeine Waffe. Und alles, was ein Polizist im Außendienst braucht. Wir nennen ihn Schweizer Armeeschuh. Teutet, was ist mit den Faserproben? Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wilmer, schön, dich zu sehen. Ich bin sofort gekommen, als ich es gehört habe. Ich danke dir, Frank. Gern geschehen. Wo ist Nordberg? Er liegt gleich da, Frank. Ah, richtig. Bitte gehen Sie auseinander. Bitte gehen Sie auseinander. Es gibt hier nichts für Sie zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Wo haben Sie Nordberg gefunden, Ned? Da draußen, Frank. Willst du mal ausschwingeln? Nein, das habe ich schon auf der Pressekonferenz erledigt. Da gibt nichts einen Sinn. Ein guter Polizist, hervorragende Zukunft. Und dann passiert sowas. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Wie meinst du das? Du kannst es dir ja selbst ansehen. Ich kann nichts sehen. Nimm das offene Auge, Frank. Oh ja, jetzt kann ich was sehen. Halt, stehen bleiben! Stehen bleiben, bitte! Dringender medizinischer Notfall!